Hey Leute und herzlich willkommen bei Fallout New Vegas. Also die tanzt nicht schlecht, ne? Muss man sagen. Die hat's voll drauf, ey. So, wir haben ja gerade die Aufgaben von wie heißen sie? Na, ihr wisst schon, ne? Hier von Gomorrah, hier von Big Sal und Nero haben wir jetzt ausschalten und haben jetzt Cacino geholfen. Und ja, die gehen weiter, gehen hier raus und gehen in das nächste Casino, beziehungsweise wir besuchen eine weitere Familiengruppe, wo man auch angenommen werden kann, also als Mitglied. Dort gehen wir jetzt hin. Nämlich, ich spreche vom Ultra Lachs, welches ihr auch schon mal gesehen habt, glaube ich. Ja, müsst ihr das schon mal gesehen haben. Und dieses pompöse. Sie müssen bei Haus einen Stein im Brett haben. Casino. So, gehen wir mal rein hier. Ja, ey. So. Hier mal das Tops, ne? Und hier links befindet sich das Ultralax. Jut. Schade, sonst waren hier immer noch Tänzerinnen. Also wenn man da das erste Mal zum Ultralox kam. Aber jetzt sind hier keine mehr. So. Okay. Gehen wir jetzt mal hier rein. Das Ultralox mit den Feinschmeckern. Ne? Lädt. Braucht mich lange, ja. Ich glaube, ich leck doch ein bisschen, hakt noch ein bisschen. Ja, das hakt ja ziemlich. Alter, warum hakt das? Warum? Alter. Werd schon langsam wieder misstrauisch. Nervös. Verzeihen Sie, aber dürfte ich Sie bitten, mir Ihre Waffen auszuhändigen? Nein. Schleichen Sie sich noch. Klar, bitteschön. Meine aufrichtige Entschuldigung für diese Unannehmlichkeiten. Ich versichere Ihnen, dass Sie alles zurückerhalten, wenn Sie gehen. Penis! Es ist jedoch der von uns gewünschten Atmosphäre abträglich, wenn Gäste des Hotels ihre Waffen herumtragen. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Ach, halt's Maul. Adieu. Schnauze. So, Rex. Greif ihn an. Rex. Toll, Rex, hast du hier. Rex, auflecken. Jetzt hast du hier hingesaut. Rex, heb das auf. Leck das auf. Komm. Buhn. Buhn. Schien an, da wie angewurzelt. Wo guckst denn du hin, Buhn? Und der darf hier eine Waffe tragen, oder was? Passen Sie auf, was Sie tun, wenn Mr. Gunderson in der Nähe ist. Verzeihen Sie, ich suche jemanden. Herr Gunderson. Hier ist nicht zufällig vor kurzem ein junger Mann mit dunkelbraunen Haaren und weißem Hut vorbeigekommen? Nein? No. Hat denn keiner auch nur irgendetwas Neues über meinen Sohn gehört? Nicht ein einziges Fitzelchen Informationen? Auf meinen Dutzend Ranches lässt kein Brahmin unbemerkt einen Furz. Und kaum bin ich eine Stunde hier, verliere ich jede Spur von meinem eigenen Sohn. Okay, Sie sind also Ranger. Rancher. Warum darf ich Leibwächter eine Knarre tragen? Darf ihr Leibwächter? Sie haben Ihren Sohn verloren? Auf Wiedersehen. Meinen Jungen, Ted. Er war hier. Hab ihn nur eine Minute allein gelassen. Ted. Musste was mit der Feinschmeckergesellschaft besprechen. Er sollte warten. Oh. Aber mit dem Stillsitzen hatte er es noch nie so recht. Das hat er von seiner Mutter. Hab schon fast all meine Leute auf die Suche geschickt. Ich werde selbst noch losgehen. Aber irgendwie hoffe ich, dass er hier wieder auftaucht.
Klar werde ich ihm, sobald er zurück ist, das Fell über die Ohren ziehen, weil er mir das antut. Aber das soll nicht heißen, ich wäre nicht dankbar. Ich habe gerade eine Snickers-Tüte ausgepackt, Ich werde nach dem Part schön genüsslich einen Snickers essen. Haha, und ihr nicht. Ja, ich helfe ihm so. Schlage ich sehr gerne ein, Grundgütiger. Ich bin so weit, dass ich alles anheuern würde, was zwei Beine und mindestens ein Auge hat. Es wäre ein sehr hübsches Sümmchen für Sie drin, wenn Sie ihn mir heil zurückbringen. Und wenn er nicht heil ist, können Sie darauf wetten, dass ich für die Namen der Hurensöhne zahle, die Ihnen das angetan haben. Okay. Ich werde hier sein. So, lass ich dich mal in Ruhe. Jetzt schau ich mal ein bisschen um. Hallo. Ist da noch ein Platz frei? Süße? Hast du hier noch einen Platz für mich? Dankeschön. Hey! Ey! Und... Es gehen viele Gerüchte über die Feinschmeckergesellschaft um. Sie sollen angeblich mal wilde gewesen sein. Ich bin auch sehr wild auf dich, Baby. Los, lass uns aufstehen. Und los. Sieht los aus. Haben Sie gemerkt, dass der Strip in letzter Zeit total unruhig ist? Ja, mein... Da unten ist auch sehr unruhig. Komm, jetzt mach... Ach... Boon. Mach du was. Ja, da hat Fallout nicht mitgedacht, ne? Ja, ob sie den Entertainment. Mann, ey. So, hier soll ich hingehen? Hallo? Das ist ein Kassierer, ne? Uhuhu. Womit kann ich dienen, mein Herr? Warte mal. Willkommen an Bord. Haben Sie Arbeit, die erledigt werden muss? Nein, nicht von Leuten wie Ihnen, fürchte ich. Ich glaube nicht, dass Sie den Magen dafür haben. Suchen Sie lieber woanders. Nein, was können Sie über Ihre Organisation sagen? Welch beliebte Frage. Ich schätze mal, es ist einfach nur natürlich, uns zu sehen und zu fragen, was uns zu etwas Besonderem macht. Die Feinschmeckergesellschaft hat sich gerade erst der Öffentlichkeit vorgestellt, aber unser Stammbaum reicht natürlich Generationen zurück. Waren wir immer so kultiviert? Nicht unbedingt, aber wir spürten immer, dass wir an die Spitze der modernen Gesellschaft gehören und da... sind wir nun. Nicht jeder kann die feinste Kleidung tragen und die edelsten Speisen verzehren. Das ist einfach die Realität, in der wir leben. Nein, mein Führer. Aber zweifellos sind die geschmackvollsten und kultiviertesten Leute auch die würdigsten. Darum geht es in der Feinschmeckergesellschaft. Auf Wiedersehen, mein Führer. Leben Sie wohl. Ja! Scheiße! Der... Optional. Mit Murray sprechen, um mehr über die Feinschmeckergesellschaft zu herauszufinden. So, warte mal. Was ist das hier? Le Badehaus. Und der, wir gehen hier rein. Da. Alter, der sah schon schick aus, ja. Mit dem Bart. Ja. Du machst Sitz! Wie geht es Ihnen? Mariori. Alter, was ist denn das? Mariori. Willkommen im Ultralax. Ich hoffe inständig, dass es alle Ihre Erwartungen erfüllt. Ja, der Name sieht aus, ja, als ob ein Programmierer einfach auf die Tasten draufgegangen ist und versucht hat, entweder Majori zu schreiben oder weiß ich nicht, einfach so hingekleckst. Alter, arbeiten Sie hier? Ich suche nach jemandem, der hier vor kurzem verschwand. Ey. Schon wieder? Ich dachte, dass das beigelegt sei. Ich habe alle Fragen des Ermittlers beantwortet und ihm nach bestem Wissen geholfen. Ich weiß, dass unser Ruf nicht immer völlig makellos war, aber das ist lange her.
Ich begreife nicht, warum die Leute nicht darüber hinwegkommen. Zum letzten Mal. Die Feinschmeckergesellschaft hat und wird niemals Menschenfleisch verspeisen. Das steht so in unserer Gründungsurkunde. Okay. Die Feinschmeckergesellschaft hat früher Menschenfleisch gegessen. Mit wem haben die... Letzte Woche kam ein Ermittler hierher. Er wurde von einem jungen Mann angeworben, dessen angehende Braut während eines Aufenthalts hier verschwand. Sie können sich wohl denken, was wahrscheinlich passiert ist, oder? Es ist doch ganz nachvollziehbar, dass sie kalte Füße bekam und davonlief. Dieser junge Mann hat nicht den leisesten Verdacht, das arme Schätzchen. Ich bin jemand anderen auf der Spur. Einem Mann. Und er ist vor kurzem verschwunden. Ein Mann? Tja, dann... Tja, das kann nicht sein. Zwei Vermisste in meinem Hotel? Was werden die Leute sagen? Ich werde mal ein ernsthaftes Wörtchen mit den Angestellten über die Sicherheit auf dem Gelände wechseln müssen. Ob diese Leute nun gefunden werden oder nicht, unsere Gäste müssen sich in ihren Zimmern sicher fühlen können. Also ist auch schon wieder so abgestimmt. Guckt mal an. Hier, Oberkörper und dann auch immer so ein Schnitt, Hals mit Kopf. Alter. Könnte mal mit dem Ermittler sprechen. Aber ja doch, ich denke schon. Falls er noch nicht ausgecheckt hat. Ich wies unseren Oberkellner Mortimer an, ihm einen kostenlosen Raum zuzuweisen, bis er seine Untersuchung zufriedenstellend abgeschlossen hat. Verstehen Sie? Die Feinschmeckergesellschaft ist ein Ausbund der Höflichkeit, selbst bei solch rüden Anschuldigungen. Wir haben nichts zu verbergen. Okay. Gut. Bei Mortimer anschauen. Tschüssi. So. Wir gehen wieder zu meinem Führer. Yippie! Hallo Mortimer. Womit kann ich dienen, mein Herr? Ich habe gehört, dass Ihre Gruppe Menschenfleisch verspeist. Ach ja, das habe ich auch gehört. Neidische Leute sagen solche bösen Dinge. Ich bedauere sie. Sprache 62, Lüge. Ich habe auch manchmal diese Gelüste. Wie kann ich Ihrer Sache dienlich sein? Gut, dann wissen Sie, was Diskretion in Sachen Ernährung bedeutet. Vielleicht können Sie mir helfen. Ich bin in einer Notlage. Ich plane ein exquisites Bankett für die Gesellschaft, aber es gibt ein kleines Problem mit dem Hauptgang. Er hat einen mächtigen und temperamentvollen Vater. Der Hauptgang ist ein Mensch? Ja, die falsche Person. Wir hatten die richtige schon vor Wochen ausgemacht. Den Erben eines Handelsimperiums, so eine Art schwarzes Schaf. Er trennte die Bande zu seiner Familie und ging auf Wanderschaft. Er war ideal, gut genährt und wohlhabend, aber niemand würde ihn vermissen. Leider ging er nicht in die Falle, die meine Untergebenen vorbereitet hatten. Während der Flucht sah er ihre Gesichter und ist nun sehr vorsichtig. Mhm. Also, ich muss sagen, der Eistee, der aufgebrühte frische Eistee, schmeckt gut. Wildkirsche. Nur zu empfehlen, so wie Snickers. Ne? Habe ich gerade nebenbei essen, als ich meinen Führer zugeschaut habe. Für diesen Job haben wir sie sich wohl den Falsch ausgesucht. Sprechen wir über etwas anderes. In der Tat tun wir das. Also, du alte Schnecke. Du bist ja wohl ein Kannibale. Schreibfehler meinte, dass sie den Privatermittler ein Zimmer gegeben haben. Privatermittler? Ach ja, ich erinnere mich an den Herrn. Es ging um die verschwundene Braut, eine schreckliche Sache. Ich hoffe, dass er sie findet. Mm-mm. Wenn ich fragen darf, haben Sie etwas herausgefunden, das bei den Ermittlungen hilft? Eigentlich müsste ich direkt mit ihm sprechen. Natürlich, natürlich. Normalerweise geben wir keine Informationen über Gäste heraus, aber angesichts der Umstände wird er sicher mit Ihnen sprechen wollen. Ja,
Mal sehen. Er ist noch nicht abgereist. Wenn Sie zurück zu den Hotelzimmern gehen, finden Sie seines nach dem Verlassen der Lobby eine Etage höher. Ich hoffe, wir können diese Angelegenheit endlich zu den Akten legen. Schnauze, ey! Okay, Leute, und ich glaube, ich mache gleich mal einen kleinen Schnitt und wir sehen uns dann bei dem nächsten Part. Aber ich muss was sagen, heute haben wir den 13. März. Ja, also ich spiele gerade und stelle gleich hoch, also render dann und stelle dann hoch. Da nämlich ich gar keine Zeit hatte für Let's Plays zu machen. Da wegen Schule und so, das ist ziemlich. Ist das. Sehr, sehr, sehr. Schnauze, Rex! Halt's Maul! Ja, ist das ja gerade ein bisschen anstrengend und so. Aber naja. Chance, ey. Wer ist denn Chance? Guten Tag. Guten Tag. Warum ist Ihr Herr keine Kleidung und trägt eine Maske? Das sind alles Mitglieder der Feinschmecker-Gesellschaft. Unsere Gründerin Marjorie gab uns eine Kleiderordnung, die nur aus einer Regel besteht. Wir müssen uns so kleiden, dass niemand behaupten kann, er sei besser angezogen gewesen als wir. Über die Masken darf ich Ihnen nichts sagen. Wir haben Geheimhaltung geschworen. Aber eigentlich stimmt das nicht. Es ist nur das, was wir sagen sollen. Marjorie mag sie wohl wegen ihrer Aura des Geheimnisvollen. Und sie unterscheiden uns eindeutig von allen anderen. Aber das wissen sie nicht von mir. Nein. Okay. Gute Reise. Ja, hau mal ab hier. So, wo geht's hier lang? Penthouse, da kann ich auch mal später mal hingehen. Ich weiß nicht, was da los ist, aber hier sind ein paar Einschmecker. So. Da geht's hier lang. Da geht's. Geht's. Ah, nicht wieder, ich muss ja noch die Aufgabe wechseln, stimmt. Aufgabe hier jenseits des Fleisches. Ich habe mir eigentlich gewechselt. Ich habe mich gerade gewundert, warum hier alles weg ist. Aber bevor ich das mache, trinke ich jetzt erstmal eine schöne Runde weiter die Wildkirsche des aufgebrühten Tees und Snickers. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Ciao, euer Shoxway.